Muchos saludos de Peru. Herzlich willkommen aus Cusco. Wir sind nach 42 Stunden angekommen, sind jetzt auf 4000 Meter Höhe, es sind gerade mal 19 Grad, deswegen sind wir auch ein bisschen dicker angezogen als die letzten Tage. Nach 2,5 Monaten endlich in einem anderen Land. Ich freue mich total. Andere Kultur, anderes Essen, nette Leute. Ja. Cusco ist eins der zentralen Angel- und Drehpunkte, was Kultur angeht. Ganz viele Inka-Städte drumherum, berühmteste, genau. Machu Picchu, kennt das jeder. Werden wir auch noch machen. Aber wir werden noch ein paar andere angucken, die nicht jeder kennt. Was wir hier jetzt so sehen, wie die Stadt aussieht, das Dein präsentieren wir euch jetzt. I'm on my own, broken alone, I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Zweieinhalb Monate. Es ging dann einigermaßen, aber es ist schon für uns eine grauenvolle Sprache. Wie gesagt, sehr viele Touristen hier und ganz ungewohnt. Also wir hatten ja jetzt kaum Kontakt mit Europäern. Man freut sich mal wieder irgendwie Smalltalk mit anderen zu halten. Für den kleinen Hunger zwischendurch, leckeres, saftiges Fleisch. Für 1 Euro. Das war der erste Palast von den Inkas, bevor Machu Picchu gebaut wurde, weil Machu Picchu ist gar nicht das beste, größte, erste, sondern Cusco war die erste Stadt und hier war der erste Palast von den Inkas. Wir haben jetzt spontan einen Markt in Cusco entdeckt. Zwischen Essen, also kriegst du Chicken, sieht aus, als würde hier Knackwurst hängen und da hängen dann die Klamotten. We'll be right back.
Annika muss natürlich wieder shoppen, 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 shoppen. Gefühlt sind wir den ganzen Tag nur am Shoppen. In Peru ist ja Pisco Sour ganz beliebt. Wir probieren jetzt einen. Wir haben schon in La Paz in Bolivien schon selber einen gemacht. Leider konnten wir es nicht mehr zeigen, weil ja unsere ganzen Aufnahmen weg sind. Aber in diesem Sinne, tschüss. Okay, Hase. This is just the cheers. Oh, you meant the world to me.